Herzlich willkommen, Leute, auf meinem Kanal und zu meinem dritten Flohmarkt-Video. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe wieder gute Funde gemacht. Ich war auf einem Dorfflohmarkt und ich war auch auf einem normalen Flohmarkt. Der normale Flohmarkt war jetzt nicht ganz so berauschend, das werdet ihr gleich sehen. Der Dorfflohmarkt aber da umso besser. Und habe auch richtig, richtig, richtig gute Funde gemacht. Also, ich würde sagen, das noch dieses Jahr zu toppen, wird schwierig sein. Und es ist einiges für meine Sammlung gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und schaut die Aufnahmen in Ruhe an. Wir sehen uns gleich wieder. Also viel Spaß dabei. Beide fünf. Nein, beide fünf, okay? Ja. Beide fünf. Hast du noch mehr? Nee, also wir haben noch andere DS-Spiele, aber nicht so ein gutes wie das. Was soll das Gute denn kosten? 15 Euro. Ja, alleine. 15. Das ist halt echt ein gutes Spiel, ne? Ja, aber es ist auch Massenprodukt. Wird nicht mehr gemacht, aber. Es wird nicht mehr gemacht, genau. Beziehungsweise es ist ja auch der Online-Handel ist kaputt. Also der ist jetzt zugemacht worden, ne? Das stimmt. Komm, kurz und knapp 12. Ja, die Aufnahmen vom Flohmarkt waren nicht ganz so bedeutend. Also ich habe, wie gesagt, nur ein Spiel gefunden und das war das The Legend of Zelda Ocarina of Time für den 3DS. Dafür aber in einem guten Zustand oder sehr guten Zustand mit allen Beipackzetteln. Bezahlt habe ich für dieses Spiel 12 Euro. Und ja, das war es auch schon mit dem Flohmarkt. Jetzt geht es weiter zum Dorfflohmarkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. Morgen. Nur ein paar PSP-Spiele. Ja, genau. Ich habe jetzt jemanden, der würde wahrscheinlich mitnehmen. Ich habe noch die Konsole, ja. Aber ich suche die Konsole gerade noch. Ja. Der würde 5 Euro für das Spiel geben. Aber ich habe die Konsole gerade nicht gefunden. Und das eine Spiel hier fehlt gerade, das da. Also das, nee, Blödsinn, sorry. Das hier, das habe ich gerade beiseite, weil da ist das noch im Spiel drin, genau. Aber ich finde die Konsole gerade nicht. Weil die müsste ich wahrscheinlich in der nächsten Stunde finden. Die Aufkleber sind weiter? Ja, genau. Das ist komplett von der Karte auf. Gehört dir doch nicht mehr. Das ist ja wieder drauf an sich, ne? Wie bitte? Das ist ja wieder von ja, oben. Das ist so wie GTA wie damals. 2 damals. Wie damals, GTA das 1 ist sogar und von allen Spielen, muss ich sagen, das worüber ich mich am meisten aufgehalten habe. Das war ganz cool. Ja, das ist auch nicht so schnell zu. Ich würde es auch mal probieren, deswegen. Das war wirklich nicht schlecht. Du hast ja 6 Euro was gesagt oder was? Ja, ja komm. Nun kommen wir zu einem kleinen Deal, den ich auf dem Dorfflohmarkt gemacht habe. Ja, auch ein ganz klassisches Spiel, muss ich sagen. GTA Chinatown Wars für die PSP. In einem super Zustand, also wirklich mit Karte, alles da dabei. Gezahlt habe ich für dieses Spiel 6 Euro. Ist auch ein, ja, ist mittlerweile 15 bis 20 Euro Titel. Ist gar nicht so schlecht und mir hat es in meiner Sammlung noch gefehlt. Demnach freue ich mich über diesen Fund und schauen wir mal weiter, Leute. Moin. Oh, was hast du noch? Noch was Besonderes dabei oder Kinderspiele? Viele Kinderspiele. Ja. Nichts für große Kinder. Und auch keine Konsole dabei. Nee. Weil Konsole ist noch im Gebrauch. Das ist normale DS, aber die kannst du auch auf den 3DS spielen, glaube ich. Ja. Ja, wenn sie nicht loswerden werden wollen, dann ist es. Aber die Spiele habe ich schon oder interessieren mich ja, nicht. Ja, nee, das sind ja auch so Kinderspiele, ne? Die man ja auch nicht mehr. Da noch einmal gucken. Braucht man wohl ein Gerät? Ich suche wohl ein. 3DS ja. Hat man noch ein Gerät. Ja, ich suche das auch, klar. Wenn ihr was davon habt, wenn ihr. Also die Konsole, ne? Ja, genau, die Konsole. Ja. Vielleicht auch so ein paar Spiele, die man haben möchte, ist alles gut. Aber ja. Ja,
Was? Die Spiele, haben wir letztes Jahr alle verkauft? Weiß oder haben wir noch welche? Musst du bei dir gucken. Ah, was haben wir hier noch? Ein Pokémon? Ist das ein Poster gewesen, was man eingerahmt hat? Oder was ist das jetzt? Ja. Und was soll das Poster kosten? 3. Warte, ich zieh bald um und ich brauche noch Deko. Ja, komm, für 3 Euro nehme ich das mit. Keine Spiele mehr. Doch. Ja, doch. Aber Mädchenspiele. Oh, Pferdespiele. Ist doch bestimmt genau das Richtige. Aber wenn ich den auch Eva. Das ist so eine Krankheit vom DS hier. Mhm. Diese Kante drückt immer auf dem Display. Da kann keiner was für, wenn du so zusammen klappst. Ja, okay. Ach, der Kratzer. Das ist so. Da ist so eine Folie aber drauf, ne? Hast du da so eine Schutzfolie drauf? Da unten ja. Da unten ja, aber da unten vergisst man so meistens drauf. Da siehst du diesen Streifen? Ja. Das ist einfach eine Krankheit von den Dingen. Das ist so, von Nintendo ist das eine Klasse 6. Oh, ist was? Geht er an? Nee, doch, jetzt hat doch. Entladen wir blöd. Ja, das wäre blöd. Aber Ladekabel ist ja noch da. Ja, tut. Kommt was? Komm. Aber okay. Oh, das ist eine Folie, ne? Die da drauf ist, die gekribbelt ist da. Ja, was wolltest du denn dafür haben? Deine Entscheidung. Na komm. Ausmachen. Ich kenne die Preise auch nicht von so einem Gerät. Bitte schön. Das war, bin ich mit Tim Roller gefahren. Da hatte ich gerade meinen Führerschein. Und dann habe ich meinen Führerschein und sitze da eine Runde hier, bevor wir Essen bestellt haben. Dann kommt ein Gegenangebot. Kann passieren. Hau einfach raus, ganz locker. Nee, du kannst jetzt sagen, ich möchte 50 Euro dafür haben. So, dann kommt ein Gegenangebot. Sag du irgendwas bitte. Ich habe keine Ahnung. Dann sage ich jetzt einfach mal 50 Euro. 50 Euro, sagst du. So. Und ich sage. Eine arme Studentin. Studentin? Ja. Was studierst du denn? Noch nicht. Ist hier, ne? So kann man es auch machen, Studentin. Was studierst du? Ja, doch nicht. So. Ja, ich hab schon fast auf. Ja. Wie alt ist das Gerät jetzt? Hallo. Ein paar Jahre, ne? So, 30. 40. Siehst du, jetzt klappt das mal noch, ne? Ja. Also 35. 32. 37. Machen wir. So, kommen wir nun zu 2 Funden, die ich gemacht habe. Einmal habe ich hier einen richtig schicken 3DS, normalen 3DS in der Farbe Rot. Ganz ehrlich, Leute, die Farbe ist mega. Wirklich mega geil. Mit Stift, alles dabei, Tasche dabei, Ladekabel dabei. Auf dem DS ist noch eine Schutzfolie. Ich denke mal, dass das Display keine Kratzer haben wird. Und zudem gab es noch, was ich fast vergessen hätte, ein Pikachu-Bild. Ihr habt es gerade schon im Hintergrund gesehen, da wird es auch bleiben. Da könnt ihr es dann betrachten bei meinen YouTube-Videos oder eben auf Twitch. Dort streame ich aber zu, den Link dazu seht ihr in der Videobeschreibung. Ja, wie gesagt, das Bild kommt auf jeden Fall hier im Hintergrund. Und ich bin Pikachu-Fan, demnach habe ich mich darüber sehr gefreut, über beide Sachen. Ich habe den roten 3DS noch nicht gehabt. Also bezahlt habe ich insgesamt 40 Euro für beide Sachen. Ja, was soll man sagen? Ich bin zufrieden und schauen wir uns die nächste Szene an. Nur Xbox-Spiele oder auch noch andere? Ich glaube nur noch Xbox. Ja, da hast du noch ein bisschen was, ja. Aber das ist der Rest, das andere wurde schon verkauft. Der Rest, ja. Ach ja. Na komm, Kabelgewirre hier. Irgendein Kabelgewirre. Ach, alles gut. Was sollen die letzten Spiele denn? Du hast ne, ach ja. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ups. Keine Ahnung, was im. Was? Ja, ich guck mal, vielleicht finde ich ja noch ein bisschen mehr. Echt?
glaube, dazu habe ich sogar oben noch die Hülle gerade gesehen. Kann ich gleich noch holen. Ich glaube, ja, das ist die. Das wäre ja schön. Ja. So. Ja. Das. Das. Das würde ich noch mitnehmen. 15 Euro, wäre das okay? Und da hast du noch ein paar Spiele bei Xbox, ne? Ja. Xbox-Fan. Ein bisschen handeln möchte ich noch. Ja. 12? Ja. Ja. Okay, man. Dann hol die Hülle noch. Das wäre super. Aber Geld gibt's schon mal, dann einmal hier. Danke, danke schön. Bitte schön. Ja, da kann ich da mal noch reingucken, vielleicht ist da was bei. Ach, das ist nicht so schlimm. Aber die Hülle hast du ja schon mal. Das ist jetzt zum richtigen Spiel, ja, ne? Ja, das passt. Das passt sogar perfekt. Da sind ja auch noch ein paar Spiele mehr. Ja. Was haben wir denn da? Kann sein, dass da nicht so viele Spiele drin sind, dass ich nicht so. Ach, das macht doch nichts. Wie gesagt, das habe ich ja schon. Noch ein paar Xbox-Spiele. Ich glaube, das ist sogar das von der anderen Hülle, kann das sein? Oh. Nee. Also das Spiel auch da drin. Ich guck da immer nach. Aber das ist die Hülle bestimmt von dem Spiel. Ja, das ist von dem Spiel. Du machst mir nicht arm. Oh Gott, ich hoffe es auch. Das. Tja, ich denke, das meiste wirst du los. Vielleicht. So. Ich pack das mal da hin. Da sind die Sachen da alle drin, ne? Das also, weiß ich nicht, das gucke ich gleich nach. Da würde ich vielleicht mal gucken. Aber hier ist die Hülle von dem Spiel, was ich da gekauft habe. Ach ja, super. Das war mega gut. Ja, und da ist unser Ding. So. Sehr gut. Das ist da. Da fehlt nur das Spiel ist da. Das ist nur ein Soundtrack, der da fehlt. Das ist nicht so schlimm. Hier fehlt das Spiel. Ja, das kann nicht mal sein. Oder in der Wii noch drin. Das kann natürlich auch mal sein. Aber ich bin da auch nicht so ganz dran. Da fehlt das Spiel auch, aber ich würde die Hülle trotzdem mitnehmen, weil ich glaube, ich habe das Spiel noch zu Hause. Das hier müsste, wenn ich jetzt nicht täusche, genau. Wo ist sie denn jetzt? Das, was ich gerade gekauft habe, ist die das. Wir finden alles zusammen. So, jetzt folgendes. Also, das ist nur die Hülle. Und das war nur die Hülle. Ja. Das muss ich noch nachgucken. Die beiden waren nur die Hüllen, das alles ist sonst soweit. Da. Da fehlt auch gleich. Also, willst du vielleicht noch mal die anderen Kisten holen? Die sind zu schwer für mich, die anderen Kisten. Wo denn? Ja, und die suchen wir noch mit den Tassen und so. Und so. Also. Die sind komplett? Ja. Da sind nur die Hüllen, aber ich würde das trotzdem wohl haben wollen. Ja.
Und jetzt viel Spaß beim Rechnen. Ich habe gar keine Ahnung. Und hier fehlen nämlich die. Also die sehen wir noch komplett. Genau, das sind nur die Hüllen. Das kann aber sein, dass wenn du Wii hast, dass das vielleicht da in der Konsole drin ist, das Spiel. Ja, das kann möglich sein. Möglich sein, ja. Mach mir einen Preis, ich habe nämlich keine Ahnung. Jo, ich habe auch. Wie viel haben wir denn hier? Dann sag ich Jo oder No. Achtzig? Ja. Hat sich das weite Pfand auf wenigstens gelohnt. So sind es 80. Dankeschön. Ja, was soll ich sagen, Leute? Guter Deal, ne? Ja, wie soll ich sagen? Ich bin immer noch sprachlos über diesen Deal. Wir fangen ganz entspannt an mit den ersten Sachen, die ich gekauft habe. Das war einmal ein Remote-Controller als Mario Edition, ja, mit inklusive Motion Plus, einen guten Zustand. Dann haben wir hier ein Motion Plus Adapter. Dann nochmal ein Harvest Moon für den Game Boy Advance. Ja, Fokus funktioniert nicht ganz. Zu dem Harvest Moon erzähle ich euch gleich noch was. Dann habe ich hier noch ein Mario Kart 7. Ich habe erst nur das Spiel gehabt. Dann hat sie gesagt, sie hat noch die Hülle im Haus. Habt ihr gerade mitgekriegt. Und somit habe ich sogar komplett bekommen. Genauso ist es wie das Harvest Moon Dorf des Himmelsbaumes. Auch komplett. Mit Anleitung allen drum und dran. Ich kann euch auch gerne mal zeigen. Die sind alle top. Also wirklich alles dabei. Und das ist auch bei den restlichen Spielen, das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch jetzt erstmal nur die Hüllen, die ich gekauft habe. Einmal hier ist mit Anleitung wohlgemerkt Zelda Phantom Hourglass. Dann haben wir hier ein Zelda Ocarina of Time in der Special Edition. Die ist nur bei dem 25-jährigen Jubiläum von Zelda gab in der Edition von dem 3DS als Gold Edition. Modul leider nicht dabei, aber das kriegt man noch. Dann haben wir hier ein Professor Layton und die verlorene Zukunft. Auch nur Hülle mit Anleitung, aber dafür Top-Zustand. So, jetzt kommen wir zu den Spielen. Da haben wir hier ein Harvest Moon 3D The Tale of Two Towns. In einem sehr schönen Zustand. Dann haben wir wieder ein Professor Layton Ruf des Phantoms. Auch top. Dann haben wir noch einen Professor Layton für den 3DS und das ist die Maske der Wunder. Auch in sehr schönen Zustand. Dann haben wir noch einen Professor Layton und und das geheimnisvolle Dorf. Und was haben wir hier noch? Harvest Moon und das verlorene Tal für den 3DS. Dann haben wir hier ein Zelda Majora's Mask für den 3DS. Ich kann mich jetzt irren, aber ich glaube, das Spiel ist New 3DS exklusiv. Das ist eins der Titel, die nur auf den New 3DS funktionieren. Wenn ich mich irre, ihr könnt es gerne in den Kommentar schreiben. Ich habe es noch nie auf dem 3DS getestet, weil ich New 3DS selber spiele. Ich meine, es ist exklusiv. Dann haben wir hier ein Zelda Spirit Tracks. Ihr habt es gerade auch schon im Video gesehen, das Spiel ist soweit komplett, das zeige ich euch auch noch gerne. Und jetzt war in diesem Spiel noch ein Spiel drin und das zeige ich euch jetzt. Das war nämlich einmal das Zelda Link to the Past für den Game Boy Advance. Ja. Dann haben wir noch ein Spiel mehr bekommen für den DS, wo ich mich persönlich richtig drüber gefreut habe. Und das ist das Castlevania Dawn of Sorrows. Dieses DS-Spiel ist das letzte Castlevania DS-Spiel, was mir fehlt. Und demnach habe ich mich da richtig drüber gefreut. Es ist auch komplett. Und ja, das geht auch so in meiner Sammlung. Und dann gab es noch ein Pokémon Weiß Edition. Auch komplett mit allem Beipackzettel, Punktekarte, alles dabei. Und so, jetzt wo wollen wir stehen geblieben? Bei den Wii-Spielen. Da gab es auch noch eine Menge Wii-Spiele dazu. Einmal ganz schnell das Wii Sports mit Hülle. Dann gab es dazu noch
Animal Crossing. Dann noch Tales of Symphonia, Dawn of the New World. Das ist der zweite Teil. Der erste Teil gab es damals auf GameCube. Das ist der zweite Teil von der Serie. Dann haben wir hier ein Mario Galaxy 2. Ja, auch alles top. Also ich kann euch gleich mal zeigen. Also wirklich alles in einem wunderbaren Zustand. Dann haben wir hier noch hier Super Mario Galaxy 1 war noch bei. Dann Mario Party 9. Auch in sehr schönen Zustand. Dann haben wir hier noch ein Zelda Skyward Swords. Hier war es nur das Spiel drin, aber ich hatte noch den Soundtrack hier liegen gehabt. Somit ist dieses Spiel wieder komplett. Also Zelda Skyward Swords mit Orchester gab es dazu auch noch. Dann gab es noch ein kleines GameCube-Spiel, 1080 Snowboarding. Auch alles top, nur die Hülle hat einen kleinen Riss oder einen Sprung da. Seht ihr, ein Loch. Ist nicht das Problem, kriegt man schnell eine neue Hülle. Es gibt genug Billigspiele für die GameCube. Kann man austauschen. Und was ich euch gesagt habe, jetzt kommen wir zum Harvest Moon. Ja, das Harvest Moon hatte die Verpackung noch gehabt. Jetzt habe ich gedacht, es wäre das Harvest Moon, was ich hier in meiner Hülle hatte. Damit es komplett ist. Nein, Leute. Ich habe mich selber gewundert zu Hause. Das Spiel ist nochmal da. Hier, ich kann es euch zeigen. Es ist zweimal da gewesen. Dafür ist aber alles komplett. Jetzt habe ich Harvest Moon zweimal. Ich wusste es nicht. Anleitung ist auch in einem absoluten Top-Zustand. Das Spiel geht so in meine Sammlung rein. Ja, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Hassmails oder was auch immer, weil ich jetzt. Ja, ich mag es nicht, wenn die Verkäufer keinen Preis sagen. Und da muss ich auch irgendwo ansetzen. Jetzt hat sie natürlich meine 80 Euro direkt angenommen. Beziehungsweise ich habe jetzt für alles 92 Euro bezahlt. Und kann mich absolut nicht über diesen Deal beschweren. Und ich bin auch überglücklich, diese Spiele zu haben. Ich habe einen Großteil davon noch nicht gehabt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Das nächste Video kommt auch bald. Das nächste Video wird dann von der Retro-Börse in Oberhausen sein. Dort war ich auch. Es ist etwas spät, weil ich jetzt gerade im Umziehen war und alles. Aber das Video kommt jetzt demnächst. Und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal und freut euch auf weitere Flohmarkt-Videos. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dann.